Und wieder heißt es Ferienspaß mit dem Ferienpass. Ping-Pong sagte man einst bei uns zu einem mittlerweile weit verbreiteten Breitensport. Die Sektion Tischtennis des ESV Bruckadamur veranstaltete auch heuer wieder in der Volksschule Berndorf einen Sommerkurs. Tischtennis, eine Sportart, die vornehmlich in der Halle ausgeübt wird, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es gibt überall Talente und man muss für Tischtennis im Breitensport eigentlich nur den Spaß mitbringen und eben die Zeit, dass man sich an den Tisch stellt und eben ein bisschen Tischtennis spielt. Und mit dieser Sportart im nationalen und internationalen Spitzenfeld zu landen, bedarf es schon eines langen und harten Trainings. Wir unterscheiden beim Breitensport, wie gesagt, den Spaß beim Spielen. Beim Spitzensport sind natürlich ganz andere Kriterien gefragt. Das ist Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Freude mit dem Ball zu spielen und einfach topfitte Konditionen und Ehrgeiz zum Siegen. Wann kristallisiert sich denn ein Talent heraus? Das ist schwierig. Normalerweise sieht man mit 6, 7, 8 Jahren schon, ob es sich ein Talent, wie wir es sagen, für den Ballsport eignet und vielleicht einen Spitzenrang österreichweit erreichen kann oder eben nicht. Beginnen sollte man eben spätestens, wenn man im Leistungssportsegment arbeitet, mit 7, 8 Jahren, maximal 9 Jahren. Tischtennis ist ein Sport, den man zu allen Jahreszeiten ausüben kann. Vorteil: keine Witterungsabhängigkeit und vor allem keine Windeinflüsse, sondern volle Konzentration auf schnelle Ballwechsel sind die wichtigsten Kriterien. Wie ist es denn mit der Teilnahmezahl? Hat sie zugenommen gegenüber dem letzten Jahr? Die Teilnahmezahl hat sicher zugenommen. Das Einzige ist, dass die Kinder oder die Eltern immer weniger Zeit finden, dass sie ihre Kinder für den Spitzensport freistellen. Das liegt an der Belastung in der Schule und an anderen Belastungen. Und das ist der kleine Wermutstropfen. Aber sonst im Breitensport sind wir sehr zufrieden mit der Kinderanzahl. Was muss man tun, um hier mitmachen zu dürfen? Man muss seine Eltern überreden, dass sie einen zum Training bringen. Das ist das Wichtigste, um Verständnis haben und einfach den Spaß am Sport und den Spaß am Spielen und vielleicht das Glänzen in den Augen, wenn man so einen weißen Zelluloidball in der Hand hält und sagen, ich möchte, das ist das Wichtigste. Was so ein kleiner Zelluloidball alles bewirken kann, versetzt einen immer wieder in Staunen.